Also wir sind hier auf der Staatsstraße 2260, die in Richtung Ebenmannstadt führt, und hatten heute einen Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Männer im Fahrzeug unterwegs waren und beide hatten einen Schutzengel. Na, die hatten Glück im Unglück, denn sie blieben nahezu unverletzt. Die sind im Bereich einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links abgekommen, sind dann über eine Leitplanke gegen eine Felswand gefahren und entlang dieser Felswand dann abgestürzt und hinter einem Fangzaun zum Liegen gekommen und wurden dann nahezu unverletzt aus dem Fahrzeug, haben sich selbst befreit. Ja, sowas, sage ich mal, sieht man nicht jeden Tag. Na, so ein Unfall ist schon was Besonderes, sage ich mal. Und vor allem auch dahingehend, dass die beiden eben fast keine Verletzungen davongetragen haben. Sie sind jetzt noch im Krankenhaus und werden untersucht, aber nach ersten Auskünften haben die fast keine Verletzungen. Da ist ein Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen passiert. Zu diesen wurden wir gegen 23.30 Uhr alarmiert. Vor Ort hat sich herausgestellt, das Fahrzeug war hinter einem Steinschutzzaun, ist dahinter rinderkatapultiert und im Hang liegen geblieben. Die beiden Insassen hatten extremes Glück und einen Schutzengel dabei. Die sind leicht verletzt rausgekommen. Der Ersthelfer, der hierher kam, konnte sie befreien. Gezeigt hat sich heute die neue Fahrzeugtechnologie. Der Ersthelfer hatte bereits diesen sogenannten Notrufknopf im Fahrzeug, hat darüber den Notruf abgesetzt und so konnte die Leitstelle direkt, die Feuerwehren Drügendorf, Eschlib und Ebermannstadt eben, sowie die Kreisbrandinspektion des Landkreises Forchheim zu diesem Verkehrsunfall alarmieren.